Dauerregen und ein eiskalter Wind empfangen die Jergener beim Playout-Spiel in Belluno. St. Georgen muss hier gewinnen, um den Klassenerhalt in der Serie D doch noch zu schaffen. Den Hausherren genügt hingegen ein Unentschieden, das in der Meisterschaft 2 Punkte vor den Busserern lagen. Und Belluno erwischt einen Traumstart. Nicht einmal eine Minute ist gespielt. Mike Mignatti schickt seinen Kapitän Simone Corbanese. Der lässt Gabriel Pucker stehen und netzt zum 1:0 für die Gastgeber ein. Sein 13. Saisontor. Schlechter hätte dieses Match für St. Georgen nicht beginnen können. Die Busterer lassen sich aber nicht unterkriegen. In der 16. Minute setzt sich Daniele Colosio im Strafraum gegen den starken afrikanischen Verteidiger George Pechizila durch und bezwingt Torhüter Burigama zum 1:1 Unentschieden für den 19-jährigen Stürmer das 4. Meisterschaftstor. In der 2. Halbzeit versucht Belluno das Spiel zu kontrollieren und setzt auf die Distanzschüsse von Marco Duravia. Lukas Demet lenkt den Ball übers Tor hinaus. In der 84. Minute dieser Freistoß von Tommy Pifrader. Torhüter Burigama verschätzt sich und hat Glück, dass der Ball nur an die Querlatte geht. Pifrader erst zuvor eingewechselt, hätte hier St. Georgen ins Paradies schießen können. So bleibt es nach 90 Minuten beim 1:1 Unentschieden. Das heißt, dieses Match geht in die Verlängerung. Und die beginnt gleich mit einem Freistoß von Duravia auf den Kopf von Corbanese. Doch der Treffer zählt nicht, da der Kapitän im Abseits stand. In der 114. Minute kommt nach der Ecke von Schwingsachsel Leo Pucker nicht mehr an den Ball. Die Partie endet 1:1. Belluno schafft den Klassenerhalt. St. Georgen muss hingegen wieder in die Oberliga zurück. Die Enttäuschung sitzt natürlich tief. Im Moment vor allem ein bisschen die Worte. Es ist Leere da, es ist sehr bitter. Natürlich die Leistung hat sich heute wieder sehen. Wir haben gekämpft, wir haben glaube ich mehr als verdient einen Ausgleich geschossen. Aber am Ende ist das Spielsystem so, dass man bei einem Unentschieden nicht gereicht hat und wir haben alles probiert und am Ende ja, ist zu wenig gewesen. Es tut weh, mit einem Ausgleich hochzusteigen, aber es ist, das gehört zum Fußball dazu. Ich glaube, es für uns ist wichtig, dass wir mit einem Gewissen aus dem Platz gehen können und sagen, wir haben alles gegeben. Und ja, das, was neu jetzt kommt, das sehen wir noch in den nächsten paar Wochen.